Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich habe eine kleine, längere Aufnahmepause gemacht nach dem Blumentanz-Desaster. Aber ich habe beschlossen, es einfach keinem übel zu nehmen, dass ich jetzt sehr, sehr viele Körbe habe, die sich hier imaginär überall stapeln. Was sagt denn der Wetterbericht für morgen? Bestimmt Sonne. Regnen! Oh wow, das ist ja mal gut. Regnen, finde ich gut. Hatten wir schon lange nicht mehr. Der Wahrsager sagt mir heute voraus. Gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt wollte ich mal was gucken. Ich glaube, wir haben immer noch die gleiche Woche, sonst hätte sich hier was geändert. Ja klar, Freitag. Das heißt, ich muss heute eigentlich gar nicht großartig... Ja. Ich glaube einfach, ich werde jetzt... Blumen gießen. Wir haben ja schon wieder unser normales Outfit an. Ich könnte ein bisschen Blumen gießen, sollte ich. Dafür sollte ich definitiv aber eine Gießkanne haben. Mal schauen. Ich könnte Artefakte ins Museum bringen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so die dürfste Idee. Dann könnte ich Dioden aufbrechen lassen und ich könnte eventuell endlich was aus meinem Kupfererz machen. Und da es morgen regnen wird und ich glaube sowieso nicht mehr allzu viel mit Ernten hier zu machen ist. Ah, ich weiß noch nicht. Wir haben auf jeden Fall 25 Kupfererz, das ist gut. Ein paar. Ich habe schon wieder Sachen falsch einsortiert, ich weiß. Da sind Erdbeeren drin, die gar nicht da sein sollten. Ich tue mal die Lachsbeeren auch weg, obwohl ich Shane ganz gerne Lachsbeere geben würde heute noch. Und wisst ihr was, die Artefakte und sowas packe ich jetzt erstmal kurz weg, bis ich meine Werkzeuge wieder gefunden habe. Die ja irgendwo sein müssen. Ah, hier ist der Fishing Rod schon mal. Sehr gut. Das Schwert könnte ich eigentlich weg... Ah, das sind ja nochmal. Und Steine. Und die Narzisse, die Harvey bekommen wird. Ich tue mal eben ganz kurz. So, wir haben 30 Erz. Das heißt, ich könnte eigentlich gleich Sachen herstellen. Ah, hier ist sie doch. Axt und... Jetzt machen wir es aber mal so, dass es... Ich habe meine Sense weggelegt. Ich bin so eine Nuss. Die Sense möchte ich immer dabei haben, weil sie unglaublich praktisch ist. So. Kann ich die eigentlich irgendwie sortieren? Ich glaube nicht, oder? Ich bin einfach nur darauf angewiesen, dass die Sachen halbwegs so da drinnen landen, wie ich sie haben möchte. Machen wir es mal so. Na gut, dann gieße ich mal meine Blümchen. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann nochmal ernten. Bevor endgültig der Sommereinzug hält. Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf. Ich habe leider nicht aufgepasst, was da dran stand, wie oft man sie ernten kann, wann man sie ernten kann. Ich hoffe, der Blumenkohl wird noch gut. Den habe ich, glaube ich, echt ein paar Mal vergessen zu gießen. Vielleicht kriegen wir auch nochmal grüne Bohnen. Ansonsten haben wir genug Geld, hoffe ich. Dass wir dann tatsächlich bei Sommeranfang einfach schöne Sachen anpflanzen können. Dieses einsame, verlassene Bohnenstängelchen. Sag mal, da draußen ist es gerade unglaublich laut. Meine Nachbarn sind so oft am Rumwerkeln. Da drüben ist quasi eine Dauerbaustelle. Ich sag jetzt mal nichts Unfreundliches, was ich davon halte. Die Spitzhacke wollte ich mitnehmen. Denn ich wollte heute ganz gerne... Ich wollte mir jetzt selbst einen Gefallen tun und nachdem ich ein bisschen im Museum war und Sachen abgeliefert habe, wollte ich eventuell einfach mal in die... Moment, das war jetzt total falsch. Wollte ich gerne eventuell einfach in die Mine gehen. Man merkt, ich habe wieder total viel... Da habe ich mein Schwert hingetan. Genau. Dafür brauche ich eine Spitzhacke, das Ding hier, den Angel kann ich dann, glaube ich, erstmal weglassen. Ein Artefakt. Das finde ich immer gut. Hier oben hatte ich dann auch noch Artefakte drin. Genau, das Händchen, die Puppe. Das könnte ich aufbrechen. Für Shane würde ich ganz gerne eine Lachsbeere, aber die restlichen würde ich auch gerne mitnehmen. Und außerdem vielleicht den Müsli-Riegel. Und mal schauen eben. Wir konnten uns doch Bomben herstellen. Aus Kupfer, Erz und Kohle. Ich würde aber tatsächlich erst gerne den Sprinkler... Nein, nicht den Sprinkler. Wo war das denn? Hier. Den Zapfhahn würde ich ganz gerne herstellen aus Kupferbarren und Holz. Dafür brauche ich aber erstmal den Schmelzofen aus Kupfererz und Stein. Das heißt, ich könnte mir jetzt einmal den Schmelzofen herstellen und irgendwo aufstellen. Ich hoffe, den kann ich da wieder jederzeit einsammeln. Stein und Kupfererz. Gucken wir doch mal. Wir haben auf jeden Fall genug Steine und genug Kupfererz.
Dann könnte ich mir nämlich endlich Sachen zusammenschmelzen. Ja, einen Steinzaun brauche ich nicht wirklich. Schotterpfad wäre natürlich auch schön. Also wenn ich mir irgendwie mal... Eigentlich aber eher einen Pflastersteinpfad. Egal, wir machen uns jetzt einmal mal einen Schmelzofen. So. Und den stellen wir jetzt irgendwo auf. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich würde ja fast sagen, hier irgendwo an die Seite. Kann ich den hier irgendwie aufstellen? Nee? Kann ich den in meinem Häuschen aufstellen? Weil ich den ja eigentlich eher nicht so... Ah doch, den kann ich hier aufstellen. Das ist doch schön. Jetzt steht da ein Schmelzofen. Ist egal, wir haben einen Ofen. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Den Rest würde ich jetzt tatsächlich gerne wieder in die Kiste da oben tun. Und dann gehen wir kurz zu Gunther. Tappa, tappa. Und wenn ich Shane begegne, bekommt er eine Lachsbeere. Weil lecker. Habe ich denn sonst noch jemanden, den ich beschenken könnte? Pam. Harvey. Ach ja, den lieben Harvey könnten wir auch. Elliot könnte ich auch einen Fisch mal wieder mitbringen. Und den Fisch habe ich doch extra in meiner Angeltruhe. Das müsste die hier sein. Nee. Ach, Menno. Wo ist denn mein Fisch? Da ist mein Fisch. Der kriegt einfach eine. Ja, was bekommt der denn? Eine Sardine. So. Elliot bekommt eine Sardine. Wenn ich ihn denn finde. Ich finde es immer noch total schön, dass ich endlich einen Rucksack habe. Und danach würde ich wirklich liebend gerne ganz besonders schnell in die Minen eilen heute. Auch wenn meine Energie sich noch nicht ganz wieder aufgeladen hat. Natürlich gehe ich trotzdem eventuell in die Klinik. Denn ich möchte gerne den guten Harvey besuchen. Oh, wir haben eine Quest. Das ist ja schön. Ich benötige eine Ladung von Blumenkohl. Ich wäre so glücklich, wenn sie mir jemand bringen könnte. Caroline, bei Lieferung 525 Gold. Caroline wird dankbar sein. Ich würde sagen, das können wir dann machen. Oh, das Harvey. Hallo. Ich darf dir zwar nichts schenken, aber ich darf mit dir reden. Hallo. Es ist ein wunderschöner Tag, oder? Ja, ich wette, du hast gute Laune, weil du beim Blumentanzen Tanzpartnerin hattest, oder? Ich nicht. Ich wünschte, ich hätte weniger Arbeit. Ich wünschte, ich könnte dir zur Hand gehen. Ja, ich höre schon auf. Ach, wäre es doch toll. Die gute Caroline möchte also etwas haben, das bekommt sie später. Ich gehe mal eben an den Strand. Wenn ich schon Elliot suche, dann können wir auch am Strand ein paar Sachen sammeln, bevor wir zu, nicht, ich vergesse immer, wie er heißt. Es ist so furchtbar. Der Gute aus dem Museum. Ich will dann immer Gunther sagen, aber das ist gar nicht sein Name, oder? Ah, furchtbar. Ich und Namen. Ich möchte hier auch gerne Sprit. Oh, warte mal, die hatten wir aber noch nicht. Die Herzmuschel. Ich glaube, die brauche ich für unser. Für unser Community Center, oder? Kann es sein, dass ich den nicht hatte? Und den Seestern? Endlich mal ein paar Sachen, das ist schön. Und ich verspreche auch, ich werde versuchen, dran zu denken, dass ich nach Möglichkeit nicht jede Ebene komplett leer räume. Was hast du jetzt? Schmelzen? Nutze deinen Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Das hätte ich jetzt natürlich machen können, bevor ich darüber laufe. Hey, Jess! Ich kenne dich nicht. Natürlich kennst du mich. Kinder. Ihr habt ein schlechtes Gedächtnis. Es kommt vom vielen Fernsehen. Gehen wir erstmal da rein und lassen unsere Geoden aufbrechen. Wir müssten ja genug Platz haben. Oh, Kupfererz, das ist sehr schön. Und wir kriegen... was ist das? Schlammstein. Alles klar. Hauptsache, wir haben Schlamm... Ah, jetzt wollte ich eigentlich noch mit ihm reden. Geh da wieder rein. Ich wollte gerne mit Clint sprechen auch. So. Das Wetter macht für mich keinen Unterschied. Ich bleibe normalerweise das Ganze in der Nähe in meinem Laden. Deprimierend, was? Nein. Ich bleib doch auch die ganze Zeit im Dorf. So, dann bringen wir jetzt noch schnell die Sachen hier weg. Irgendwann werde ich mich auch mit den Kindern anfreunden. Aber ehrlich gesagt, ich habe gerade andere Prioritäten. Ich gestehe es. So, dem Museum bitte spenden. Was können wir denn... Ach, den Schlammstein kann ich auch spenden. Ja, dann das Ding und, machen wir diese Dinge hier runter und die Puppe hier neben den Anker. So. So kann ich mit ihm gar nicht reden, oder? Nee, das geht schlecht. Wenn wir schon mal hier sind, werde ich jetzt noch mit Vincent sprechen. Fräulein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich draußen spielen darf. Freu dich, Bücher sind toll.
Wenn du ab und zu gräbst, kannst du ein paar interessante Dinge finden. Ich habe einmal wirklich alte Turmware gefunden. Ich habe sie Gunther gebracht und er hat gemeint, sie wäre über 1000 Jahre alt. Richtig, Gunther war sein Name. Okay, das war's aber auch schon. Dann würde ich jetzt fast sagen, wenn ich Elliot nicht finde, der ist bestimmt wieder in seiner Hütte und ich kann ihn nicht deswegen nicht erreichen. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zum Hof, denn über den Hof muss ich ja ohnehin, wenn wir Sachen zurückbringen wollen, in die Kiste. Ich könnte auch beim Louis, Moment. Ich hoffe, alles auf Honigfuchshof läuft gut. Es wäre eine Schande, wenn dort alles vertrocknet. Keine Sorge, alles wunderbar. Ich gieße fleißig. Ich denke auch dran, dass ich manchmal Leuten Sachen mitbringe. Ich habe hier was gehört. Oh, da ist Harvey. Harvey, warte auf mich. Warte auf mich. Ich hab dich lieb. Oh, es ist so creepy, wenn man ihn einfach nachläuft. Ich glaube, wenn ich die Zeit stehen bleiben lassen könnte, würde ich einfach... Jetzt wollte ich Shane ein Geschenk geben und habe es wieder verpennt. Aber die Woche geht ja noch 2 Tage. Wir haben noch Zeit. Ich kann ihn ja sowieso nicht ständig und hier... Was ich manchmal ein bisschen schade finde. Ich würde den Leuten gerne 3 Geschenke pro Woche machen können. Das würde meinem persönlichen 3 ist eine tolle Zahl sehr gelegen kommen. Wie viel brauche ich eigentlich, um... Können wir das wegtun? Ich weiß, den Seeigel habe ich noch irgendwo anders. Und die Herzmischel tun wir jetzt hier... Habe ich gerade Mischel gesagt? Muschel. Okay, 50, 25. Ich glaube, ich nehme mal 2, 3 Erdbeeren auch mit. So. Ich brauche die Spitzhacke, das Schwert und die normale Hake. Tap, tap. Und auf geht's in unsere Mine. Kätzchen, bist du irgendwo in der Nähe, damit du mir vorher noch... Ja, da hinten bist du. Wünsch mir Glück, kleine Ka... Ach, das ist so. Ich sag jetzt gemischter Salat, sag ich immer. Ja, ja, gemischte Saat. Es ist so ein bisschen anstrengend, wenn man hier nicht richtig durchkommt. Vielleicht sollte ich mir wirklich hier einfach mal so einen Weg hin zementieren. Und so sehr ich wiggelnde Würmchen mag, gerade wünsche ich mir fast eher, dass wir keine finden. Damit wir ganz viel Platz in unserem Inventar haben. Ich habe jetzt bestimmt zu wenig Essen und sowas dabei. Linus ist nicht da. Okay, das ist auch mal neu. Aber normalerweise laufe ich hier sehr viel später rum. Aber ich glaube... Ah, da steht er. Hallo. Bitte reiß nicht mein Zelt. Oh, wie gemein die alle zu ihm sein müssen, wenn er solche Ängste hat. Ist schon einmal vorgekommen. Ja, keine Sorge, mache ich nicht. Ich bin kein so schlechter Mensch. Aber manche Menschen können schon schrecklich sein, ich weiß. Ich kann davon ein Liedchen singen. So, die Frage ist, wo finden wir unsere... Die Frage ist natürlich, wo ist jetzt die Leiter? Irgendwo versteckt sich die Leiter und ich muss sie natürlich erstmal finden. Deswegen, es ist schön, es ist... Ach nee, da ist sie ja schon. Es ist immer so leicht gesagt, mach nicht alles. Geh nicht, guck nicht alles an. Aber erstmal muss ich natürlich auch immer die Leiter finden. Warte mal, hier... Ach hier, hier ist sie ja schon. Ich würde aber ganz kurz einmal gucken, dass wir... Ich würde nämlich gerne schauen, ob es hier Steine gibt, in denen Mineralien drin sind. Also sprich, wo man vorher schon sieht, dass da Kupfer zum Beispiel drin sein muss. Und die würde ich nämlich tatsächlich ganz gerne mitnehmen. Denn Kupfererz haben wir, glaube ich, grundsätzlich zu wenig für meine Bedürfnisse und Kohle. Und deswegen... War ich hier schon mal? Ja, hier war ich schon mal. Okay. Au, eine Geode, Holz. Und jetzt? Was bist du denn? Dich kenne ich noch gar nicht. Also mit dem leuchtenden kleinen Blümchen auf dem Kopf. Oh, da. Lässt du das wohl? Böses Hayley-Schleimchen. Ich nenne die Schleims immer noch Hayley, ja? Aua. Machen schon ordentlich Schaden. Das ist jetzt nicht nett. Schleimi, könntest du bitte langsam dich in Luft auflösen? Ich muss da ein bisschen gezielter vorgehen, wenn ich versuche, die zu besiegen, glaube ich. Dass ich ihnen ausweiche, wenn sie so auf mich zuspringen. Mist, sag mal, der kann noch mal... Oh.
Ich hätte ganz gerne. Ja. Ist. Ja, ist. Okay. Ich will das Ding jetzt besiegen. Es geht ja gar. Endlich. Schnitzmesser. Was ist das denn? Okay. Ich versuche mich jetzt trotzdem mal noch auf Ebene 5 vorzukämpfen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die jetzt, wo hier die Treppe ist. Und das jetzt gerade doch schon relativ schmerzhaft war. Gut, dass ich ein bisschen was zu essen mitgebracht habe. Ich hätte ganz gerne jetzt irgendwie doch. Oh, Kupfererz, sehr gut. Ganz gerne doch irgendwie eine Bombe. Oh, da ist es ja schon. Sehr gut. Also eins tiefer. Na, was will mich hier umbringen? So ein Viech, okay. Okay. Ich freue mich auf den Moment, wo wir mehr Leben und mehr Gesundheit und mehr Energie haben. Denn das eben... Kann es sein, dass das ein kleiner... Nicht Boss... Ich will es nicht Boss nennen, aber... Doch schon größer war als alles, was wir bisher sonst so hatten. Und da vorne sehe ich... Okay. Hier sehe ich zum Beispiel so einen Stein, den ich gerne sammeln möchte. Das hier. Weil da auf jeden Fall Kupfererz drin ist. Und ich würde mich natürlich gerne... Auch wenn ich auf euch höre und ihr gesagt habt, ich soll einfach die Sachen ignorieren. Ich kann beim wieder hochlaufen. Aber da, wo tatsächlich ich direkt sehe, dass Kupfererz und sowas drin ist, die möchte ich wirklich, wirklich gerne direkt mitnehmen. Und mir eben schon mal einen kleinen Weg suchen. Denn Kupfererz brauche ich ja ständig. So, und auch wenn es nur drei sind, freue ich mich doch. Was ist das eigentlich? Käferfleisch. Lecker, lecker. Yum, yum, yum. Yummy Käferfleisch. Wer möchte das nicht haben? Okay, wir sind übrigens schon auf Ebene 4. Das heißt, noch eine Ebene und ich erfülle Gunthers... nicht Gunther. Marlon war es, glaube ich. Marlons Wunsch, dass ich tatsächlich auf Ebene 5 mich vorarbeite. Jawohl, da sind wir. Und da ist also damit der Aufzug freigeschalten. Das ist schön. Dann würde ich aber hier tatsächlich ein bisschen Sachen frei klopfen. Denn wir haben ja noch einiges an Energie. Heute ist aber auch Freitagabend. Das heißt, wenn ich es hinbekomme, würde ich danach gerne abends in den Pub gehen noch. Aber erstmal möchte ich mich tatsächlich hier umgucken. Ein ganz kleines bisschen. Ob hier noch irgendwas interessant... Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Es sieht eigentlich eher recht harmlos alles aus. Nehmen wir den Stein hier einmal weg, weil er so groß ist. Und den, weil er im Weg ist. Ja, das war's dann, ne? Ich glaube, jetzt darf ich dann den Aufzug immer benutzen, ne? Wieder auf Ebene 0, wieder rausgehen. Es ist 20 Uhr. Ich gehe wieder an meine kleine Farm und dann gehen wir eben in der Stadt. Wobei, eigentlich könnte ich auch jetzt in der Stadt, also direkt in die Stadt gehen. Direkt in den Pub mit ein paar Leuten reden. Vielleicht finde ich ja Shane, dann werde ich doch noch meine Lachsbeere los. Oder eine Erdbeere. Oder alles andere. Leider habe ich jetzt keine Joja-Cola dabei und auch sonst herzlich wenig an Geschenken, die sich für andere eignen. Ich versuche mir das so zu merken. Also, ich weiß, Sebastian mag Quarz. Und oh, Moment, Moment, Moment. Robin hat einen ziemlichen Hitzkopf. Es ist besser, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Sag ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Und da ist Robin auch schon. Könnte ich bitte mit ihr reden? Du hast meinen Sohn Sebastian getroffen, richtig? Er lebt unten. Ja, er ist ein wenig schüchtern, aber ich bin mir sicher, dass ihr Freunde werden könnt. Da bin ich mir auch sicher, vor allem wenn ich ihn gleich vielleicht tatsächlich noch im Pub antreffen könnte, das wäre geil. Oh, da ist er ja. Hey, ich kenne dich kaum. Das stimmt, du kennst mich kaum. Kann ich dir irgendwas schenken? Irgendwas? Nee, vermutlich nicht. Ich weiß leider nicht, was ich ihm sonst gerade schenken sollte, deswegen habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Okay, hier sind Menschen und da sehe ich niemand hier. Wer ist denn das? Pierre, ich habe die ganze Woche hart gearbeitet. Ich habe mir etwas Entspannung am Freitagabend verdient. Ja, hast du? Hast du, hast du. Und hier möchte ich gerne mit Shane. Hast du keinen Job oder sowas? Du bist immer so ein Herzchen. Guck mal, ich habe was für dich. Das ist großartig. Danke. Bitteschön. Ich freue mich doch immer, wenn ich dir eine Freude machen kann. Jetzt würde ich hier gerne tatsächlich eben noch mit den Leuten einmal plaudern. Ganz schnell. Den ganzen Tag mit salzigen Fischen zu hantieren, macht meine Kehle richtig trocken. Dann trinke. Trink ordentlich. Marnie?
scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Oh, ist da jemand so auf Louis fixiert? Das ist süß. Es ist einfacher, mit Bäumen befreundet zu sein. Sie haben nicht viel zu sagen. Ich könnte jetzt mich angegriffen fühlen und sagen, die hält mich für geschwätzig, aber... Yo, Gus, gib mir noch eine halbe und dann am stärksten. Na, stören wir mal nicht weiter. Das Geschäft läuft in letzter Zeit echt gut. Ich bin zufrieden. Das freut mich sehr. Und Emily, die Süße. Ah, Frühling, die Jahreszeit der Pastellfarben. Persönlich bevorzuge ich Juwelentöne. Oh, entschuldige, ich habe schon wieder über Mode geredet, nicht wahr? Man merkt ihr gar nicht an, dass sie so modebewusst ist. Ich glaube, das kommt aber auch dadurch, dass sie... Ich glaube, das kommt auch dadurch, dass sie einfach mit Hayley oft zusammen ist, weil die beiden ja zusammen wohnen. Und Hayley einfach so, ich will nicht sagen oberflächlich ist, aber eher so den Anschein macht, als würde sie es mehr so mit Mode haben. Und ich muss gleich mal gucken, ob ich noch rausfinde, wie man mit dem Schmelzofen Kupfer schmilzt. Deswegen nehme ich mal hier gleich das Kupfererz mit. Fasern, die sind hier drin. Die gemischte Saat auch. Tun wir die Sachen hier wieder rein. Käferflatten. Ein bisschen eklig, oder? Die Geode könnte ich... Was ist eigentlich das hier? Ein kleiner leichter Dolch. 1 bis 3 Schaden. 2 bis 5. Tja, rostiges Schwert Stufe 1. Dolch Stufe 2. Aber das Schwert macht mehr Schaden, wie es aussieht, oder? Schade eigentlich. Es wäre so schön, wenn wir hier was ganz Tolles gefunden hätten. Aber ich fürchte fast... Naja... Okay, dann gucke ich jetzt doch noch einmal schnell in unseren Schmelzofen, den ich so attraktiv daheim platziert habe. Oder ist es über das Crafting-Menü, dass ich es hier herstellen kann? Macht... Ach, ich brauche Stahl... Nee, warte. Wie kann ich das denn... Wie benutze ich das denn? Ich guck mal hier schnell was, ob ich im Aquarium... Ah, ich weiß wieder, das war bei den Krebsreusen. Hier. Genau, die Herzmuschel fehlt da nämlich noch. Eine Herzmuschel und ich weiß gar nicht, hier sind ja nur 5 Plätze. Brauche ich da nur noch eines von den anderen Sachen? Dass ich nur eine Strandschnecke finden müsste? Oder erneuert sich das einfach und leert sich mit den restlichen Sachen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin jetzt auch nicht sicher. Kann ich das vielleicht hier drauf tun? Ah, benötigt Kohle auch noch. Das ist gut zu wissen. Ich hole mal eben schnell noch Kohle. So. Ich würde das nämlich jetzt echt ganz gerne machen, dass wir das morgen abgeben können. So. Wie benutze ich das jetzt? Egal. Ich gehe mal schlafen, damit wir... ich wollte eigentlich... Hilfe? Wie mache ich denn das jetzt? Ich bin gerade... Ah, jetzt haben wir einen Kupferbarren hergestellt. Das ist gut. Jetzt können wir auch schlafen gehen. Ja, bitte einmal zu Bett. Wobei, da doch ja, einmal zu Bett gehen, bitte. Puh, die Folge wird wieder ein bisschen länger. Denn, heute regnet es zwar... Aber was sagt denn mein Wahrsager heute? Neutral gesinnt, der Tag liegt in deinen Händen und wie der Wetterbericht morgen wird, das wäre klar und sonnig. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall das hier. Das heißt, ich könnte jetzt hier Lieferung in der Mine Ebene 40... Ach du je. Erreiche Ebene 40 in den Minen. Das ist doch... Und sie will, glaube ich, nur einen Blumenkohl, oder? Da steht nichts anderes. Bringe Blumenkohl zu Caroline. Dann machen wir das doch mal, dass ich den Blumenkohl... Ich müsste eigentlich noch einen haben. Wer schreibt denn da? Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteurergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Ja, dann würde ich doch mal sagen, werden wir das bei Gelegenheit versuchen. Und ich suche jetzt einmal hier kurz den Blumenkohl. Blumenkohl. Ich glaube, ich mache mir aber auch noch Kupferbarren. Ich versuche das zumindest mal. Dann würde ich gerne die Herzmuschel ins Community Center bringen. Eventuell heute auch angeln. Ich komme dann noch... Nein. Ich erwische immer die falsche Truhe. Ich kriege langsam den Eindruck, ich hätte die nicht so eng nebeneinander stellen sollen. Hier wäre der drin. Die Angel wollte ich heute gerne mitnehmen. Und hier unten wollte ich mir rausnehmen
ein spooky Geräusch. Eigentlich immer, wenn es regnet ist. Einen Blumenkohl wollte ich gerne mitnehmen und eventuell noch einen Fisch, falls ich heute es schaffe, Elliot zu begegnen. Dem lieben Elliot. Ach, aber ich glaube fast, ich mag Harvey lieber. Harvey ist immer so süß überarbeitet. So, wenn ich das jetzt hier rein tue. Ich glaube, das braucht immer einen Moment, oder? Dann holen wir das nachher ab. Dann würde ich jetzt erstmal kurz ins Community Center huschen. Und dann könnten wir uns eigentlich nochmal in den Minen austoben, glaube ich. Energie ist nicht hundertprozentig wiederhergestellt. Moment, ich will mal eben schauen. Blumen? Nein, schade. Würmchen auf dem Boden? Vermutlich auch nicht. Aber ja, wir gucken einfach mal. Wir schauen. Und ich würde ja auch langsam gerne rausfinden, wie ich die anderen Bewohner von Pelikan finde. Wo ist eigentlich Caroline gerade? Caroline war hier... Oh oh, heute hat jemand Geburtstag. Oh oh. Oh nein, ich habe Pias Geburtstag vergessen. Och nein, oh, ich bin so ein Tropf. Und sie mag Wolle und ach du je. Mist. Der Geburtstag, ich habe ihn ganz vergessen. Und ich weiß nicht, was ich ihr schenken könnte. Sie mag Juwelen töten. Ich werde mein Glück einfach mal mit einer Blume probieren, ne? Was anderes bleibt mir ja eigentlich nicht. Ich hoffe, ich mache damit nichts total falsch. Ach du je. Ah, das mit Pierre tut mir so leid, dass ich den komplett vergessen habe. Nee, ich versuch's mal mit so einer richtigen Blume. Mit so einer Tulpe. Für unsere Emily. Es kann sein, dass es total doof ist. Ich hoffe einfach mal, dass sie es nicht hasst. Oh je. Ah, ich bin so ein Tropf, ehrlich. Warum? Warum habe ich das vergessen? Wieso habe ich das übersehen? Ich sollte mir angewöhnen, wenigstens einmal am Tag immer auf die Karte zu gucken, ob jemand gerade ein Paket über dem Kopf hat. So, welches Haus war das? Das müsste das... War das das hier? 9 bis... Die machen alle erst um 9 Uhr ihre Häuschen auf. Moment, ich warte hier mal ganz kurz. Ich glaube aber, das erste ist tatsächlich... Die Frage ist natürlich, wenn ich eigentlich doch keine Herzchen mit ihr besitze, oder? Ich habe noch keine 2 Herzchen mit 1. Ach du je. Oh, das wäre so gut gewesen. Dann hätte ich mich mit... Ach, ist das ärgerlich. Man merkt schon, den meisten schenke ich die Woche über nichts. Das ist nicht so gut. Dann hätte ich mich tatsächlich mit... Ach, ist das... Pierre, es ist so furchtbar. Und den Zauberer vergesse ich auch immer. Gehst du da bitte rein? Bin ich überhaupt jetzt im richtigen Haus? Es sieht fast so aus, ja. Aber vermutlich wird sie noch nirgendwo unterwegs sein. Und natürlich bin ich nicht gut genug mit ihr befreundet. Ach, das ist so ärgerlich. Das ärgert mich jetzt. Ich wäre eigentlich fast versucht zu sagen, komm, ich lade einfach neu. Aber kann ich ja nicht. Ich kann nur den heutigen Tag neu starten. Und auch glaubt mir, da die Verlockung ist gerade groß, einfach zu sagen, nachdem ich so gefailt habe jetzt mit dem Sachen abgeben, dass ich eigentlich ganz gerne jetzt ins Wiki schauen würde als kleiner Ausgleich, aber geht hier nicht. Geh oder aufbrechen, bitte. Vielleicht kriege ich da wenigstens was Schönes raus. Kohle. Okay. Hier, heute wäre ein guter Tag, um die Mine zu erkunden. Wer weiß, vielleicht findest du ein paar seltene Erze. Habe ich vor, keine Sorge. Ich will tatsächlich ja heute die Mine noch erkunden. Und da steht Penny. Mal gucken, können wir mit ihr reden. Und da ist eine Narzisse. Ich werde reingehen. Ich brauche einen Moment Ruhe. Ja. So, bringen wir Gunther nochmal die... Oh, Belohnung abholen. Melonensaat. Pflanze, die wächst im Sommer in 12 Tagen. Oh, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die Blumenkohlsaat, ich lege die dann einfach in die Kiste. Aber da habe ich gar nicht drauf geachtet. Leider kann ich jetzt nicht den Müll wühlen, das nehmen mir die Leute sonst übel. Caroline ist im Laden, wie es aussieht. Und Emily muss ich echt irgendwie noch finden. Was haben wir eigentlich hier noch? Aufnahme, wenn... Ja, 10 Slimes, die kriegen wir auch noch hin. Ja.
Ebene 40 in der Mine wird gar kein Problem sein, das zu schaffen. So schnell, wie ich mich zu Ebene 10, 5 Knoten in der Zunge. So schnell, wie ich Ebene 5 erreicht habe, ist 10 ja überhaupt gar kein Problem. Waren die nicht hier irgendwo? Hä? Ich hab die doch... Da steht doch Caroline. Da steht doch Caroline. Da steht doch, sie wäre hier. Och, Manno. Ich möchte gerne mit Caroline bitte sprechen. Kann ich mit... Ist sie hier irgendwo? Caroline, bist du da? Bist du der Caroline? Oh, hey, Abby. Die frische Bergluft ist an Tagen wie diesen so angenehm. Ja. Oh, ich kann nochmal. Sehr gut. Ich frage mich, ob die Frösche bald auftauchen werden. Das weiß ich nicht, aber... Ah, da hinten ist sie ja. Wunderbar. Bitte sag mir, dass du eine Tulpe gut findest. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ich glaube, das war jetzt nicht so cool, oder? Mein Garten ist heute glücklich. Andererseits, sie mag Blumen, wie es scheint. Und unsere Wasserrechnung wird diesen Monat niedrig sein. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung, ob sie das jetzt gefreut hat oder nicht. Ich fürchte eher nein. Aber sie hat immerhin nicht gesagt, dass sie das Geschenk schrecklich findet. Von daher bin ich glücklich. Kann ich bei dir schon Sommer... Nein, kann ich nicht. Okay, dann wollte ich ins Community Center die Herzmuschel wegbringen. Und dann wollte ich schon wieder in die Mine. Steine klopfen. Steine tun mir weh. Und Schleim suchen. Es ist ein bisschen... Es ist etwas lustig. Ich meine, normalerweise habe ich Slimes total gern. Und hege und pflege sie in Slime Rancher... Wie meine Augäpfelchen. Und hier tue ich mein Möglichstes, um ihnen das Leben schwer zu machen. Na, du kleiner Junimo. Krebse, Reuse, dann haben wir hier die Herzmuschel. Ich würde eigentlich auch gerne... Oh, richtig. Und ich wollte... Nein, ich bin so doof. Ich habe Caroline gerade den Blumenkohl gebracht. Den Blumenkohl bringen. Aha, ich bin so ein Tropf. Ich bin so ein dusseliger Tropf. Habt ihr schon mal sowas Dusseliges wie mich erlebt? Nee, ich auch nicht. Saat im Angebot. Ja, aber gerade nicht jetzt. Okay, ich suche sie nochmal, um mir den Blumenkohl zu bringen. Immerhin, Nein, wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie hin? Ich kann nur nie weg sein. Ist im Laden. Ich gerade schon erschreckt. Denn die müsste ich ja heute noch abgeben. Die Quest, dann kriege ich noch ein bisschen Geld. Und da müsste ich noch ein Blümchen. Ja, hallo. Oh, Blumenkugel. Genau, was ich gesucht hatte. Vielen Dank. Ja. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Dankeschön. Muss ich die jetzt abholen? Jawohl, muss ich. Okay, langsam kriegen wir auch ein bisschen Geld zusammen und ich habe jetzt keine Blumen mehr für unsere Liebe. Vielleicht lasse ich das mit der Mine heute auch. Also heute läuft ja echt alles schief. Das ist tatsächlich finde ich das gerade sehr ärgerlich, dass ich das alles so vergesse und verpeile. Da vergesse ich Pierre, der nimmt mir das bestimmt übel, dass ich seinen Geburtstag so vergessen habe. So. Die Blumenkohlsaat hier rein, die Melonensaat, das kann ich, glaube ich, auch vergessen. Das kann weg, das kann auch erstmal wieder weg. Es ist furchtbar. Na gut, gehe ich noch zu Emily. Und dann ist der Tag ja wenigstens auch schon bald wieder vorbei. Das ist furchtbar. Ich habe den Geburtstag vergessen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich seinen Geburtstag vergessen habe. Hey Sam. Der Regen dämpft alle Geräusche, also kann ich lauter Gitarre spielen, ohne dass meine Mutter sauer wird. Hehe. Okay. Das freut mich sehr für dich. Ich werde jetzt trotzdem mal gucken, ob ich nicht Emily finde. Das ist das falsche Häuschen. Hey du. Hast du deine Schuhe abgewischt, bevor du rein bist? Entschuldige, ich habe eben erst den Boden gewischt. Bestimmt. Papa kommt bald zurück. Ich hoffe, er bringt mir ein Spielzeug mit. Und was sagst du noch? Na? Aber du bist dir immer willkommen. Das ist aber lieb. Dankeschön. Aber ich bin im falschen Haus. Ich kann mir das immer noch nicht genau merken, wer in welchem Haus wohnt. Und ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt Emily finde und... Oh, da steht sie zum Glück. Ich mag es, meine eigenen Kleider zu schneidern.
Aber an den Stoff dafür komme ich nicht so leicht. Okay, bitte, bitte hasse es nicht. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Oh, zum Glück. Zum Glück, sie hasst es nicht. Das ist sehr schön. Na, Hayley, du dumme... Du Giftnudel. Ich habe den ganzen Morgen meine Haare gemacht und jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Warum nur habe ich kein Mitleid mit dir? Ja, das Leben ist echt hart, wenn man mit dir in einem Haus... Emily, du tust mir ehrlich leid, dass du so eine Schwester hast. Und es ist eine lange Reise in die Stadt. Ja, es tut mir so leid, dass du mit Hayley geschlagen bist. Ich suche jetzt einfach wieder Mülltonnen durch. So. Ich würde so gerne noch in die... Wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach trotzdem noch in die Mine. Das gönne ich mir jetzt einfach. Oh, Lauch. Nee, Meerrettich war's. So, ein wilder Meerrettich gesammelt. Wir haben ja ein bisschen Platz. So ist es ja nicht. Das heißt, ich gehe jetzt oben in die Mine. Und wir sind ja auch nicht immer ewig in der Mine. Unsere Energie ist ja auch nicht unbegrenzt. Und ich nehme jetzt einfach mal nichts mit, um Energie wiederherzustellen. Oder aber ich nehme den... Nee, den Meerrettich nehme ich nicht mit. Ich nehme einfach die Lachsbeeren davon hier noch ein paar mit. Und vielleicht doch noch eine Erdbeere für den Notfall. 75. Ich kann auch einen Blumenkohl mitnehmen. Der bringt sehr viel Energie. Ja, das wäre es dann. Okay. Husch, husch mit uns und schnell zur Mine. Ich muss mir echt mal einen Pfad machen, damit ich hier nicht ständig mich durchwurschteln muss und gucken muss, wo ich hier durchkomme. Wenigstens, vielleicht bin ich ja wenigstens ein Slime. Schleim. Ich sag immer Slime, weil ich an Slime Rancher denke. Übrigens ganz toll, gab neulich ein Update. Ich mache da keine Werbung für die Folge, die jetzt erscheint oder so. Nee, nee. Würde ich nie tun. Wollte es nur erwähnen. Hi, Linus. Weißt du, ich bin glücklich alleine. Ich brauche keine neuen Freunde. Schon verstanden. In letzter Zeit habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt gegen mich ist und mich irgendwie keiner so richtig mag. Nicht nur hier im Spiel. Es ist... Ah. Manchmal habe ich... Kennt ihr das? Habt ihr auch manchmal so Phasen, wo ihr einfach so das Gefühl habt, dass die Welt nicht so auf eurer Seite ist? Habe ich gerade ein bisschen. Leider. Achso, ich hätte ja gleich auf Level 5 gehen können, oder? Ja, Mine verlassen, bitte. Ist mir gerade so eingefallen. Ich könnte doch hier jetzt direkt auf Ebene 5... Direkt auf Ebene 5 und direkt einen Slime sehen. Sehr schön. Wie aggressiv ist denn der Kleine jetzt? Hey. Soll der rot leuchtende Augen haben? Okay, wir haben einen Schleim umgebracht. Der war ein bisschen aggressiv, oder? Ich habe mir das nicht eingebildet, dass der aggressiv war. Das wäre ein Käfer. Ich mache jetzt einfach diesen hier. In der Hoffnung, dass ich das über... Oh, ich bin vergiftet. Oh. Ja, bitte, ich möchte das essen. Ich habe Angst. Okay, wo bist du, kleiner Schleim? Und wir haben noch einen zweiten Schleim getötet. Das ist gut, glaube ich. Wir müssen letztlich Ebene 40 erreichen. Das schaffen wir auch irgendwann. Erstmal muss ich aber finden, wo es weiter runter geht. Muss ich eigentlich die Treppen einmal freilegen und die sind dann immer mehr oder weniger da? Oder muss ich wirklich jedes Mal aufs Neue suchen, wo die Treppe eine Ebene tiefer sein könnte? Ohne Geode, das freut mich auch. Denn ich glaube, ich habe ja noch keine Treppe entdeckt, oder? Egal. Wir haben zwei Schleims. Das ist schon mehr, als ich gehofft hatte. Ah, da. Ach du je. Ja, hier unten sieht sie ja ganz gemütlich aus. Ja, komm in meine Richtung. Ich versuche mal ein bisschen vorsichtig zu sein beim Angreifen.
Der dritte und da vorne ist schon wieder der... Ah, gut, der sieht. Bist du harmlos oder bist du auch schon wieder so ein aggressives? Der ging auch. Oh. Der hat auf jeden Fall schon mal eine Antenne auf dem Kopf. Das hatten die anderen jetzt nicht. Ich bin sicher, da gibt es Unterschiede, je nachdem wie der... Oh, oh, oh. Der scheint mir agiler zu sein als seine Kollegen. Na toll. Ey, lass mich weg. Das hat wehgetan. Hier ist mal so ein Blumenkohl. Ja, bitte den Blumenkohl essen. Gut. Und schon sind wir wie gesundheitlich wieder im grünen Bereich. Autsch, das hat ja wehgetan. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor der Ebene. Ah, was ist das für ein Viech? Oh, oh. Der springt aber nicht, oder? Der ist einfach nur groß und blobbig. Wenn er einfach nur groß und blobbig wäre, müsste ich ihn ja eigentlich mit genug Ausdauer und Geduld... Oh, da kommt kleine raus. Okay, den machen wir jetzt auch noch fertig. Der sieht hier verglichen mit anderen relativ harmlos aus. Wie viele Slimes haben wir denn schon? Tiefer in die Mine, erreichen Ebene 40. Das war es aber nicht. Das war Aufnahme 8. Wir brauchen noch 2 grüne Slimes. Mal gucken, vielleicht kriegt ihr ja sogar erledigt. Ah, nee, warte. Es ist schon 23 Uhr. Oh, oh. Ich würde die liebend gerne gleich noch erledigt bekommen. Okay. Wir bräuchten noch ein... Oh, da unten ist noch einer. Okay, Moment. Den kriegen wir auch noch. Aua. Ebene 7. Aber ich würde jetzt eigentlich tatsächlich gerne einfach nur noch nach oben gehen und nach Hause. Uff. Es ist nach Mitternacht. Das heißt, es ist jetzt eigentlich... Ich bin schon sehr erschöpft und müde. Aber es hat sich gelohnt. Ich werde morgen theoretisch... Ich weiß gar nicht... Ich habe jetzt keine Energie verloren. Heißt es jetzt, ich bin morgen einfach nur nicht ganz gesund? Oder ich werde tatsächlich Energie verloren haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich nehme das jetzt in Kauf, denn wir haben die Quest abgeschlossen. Das ist doch immerhin etwas... Dann habe ich die Folge jetzt nicht ganz umsonst auf ewig lang überzogen. Die geht nämlich schon wieder eine Dreiviertelstunde, weil ich keine Pause machen wollte. Uff, uff, uff. Macht aber nichts, kriegen wir alles hin. Wir gehen jetzt einfach ganz schnell nach Hause. Ah, je, oh je. Wenn ich es noch innerhalb... Ich müsste es allerdings jetzt vielleicht doch langsam mal eilig haben. Denn um 2 Uhr werde ich ja ohnmächtig. Und ehrlich gesagt wollte ich das nicht. Ach du je. Ich eile. Wir haben ja noch 40 Minuten, es geht. Kleiner Spaziergang. Weil ich jetzt aber direkt gleich ganz, ganz schnell ins Bett husche, würde ich fast sagen, ich verabschiede mich jetzt schon mal so halbwegs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute, auch wenn es total chaotisch war. Es tut mir so leid, dass ich Pierres Geburtstag verpasst habe. So, schnell ins Bett. Uff. Ich bedanke mich dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid, auch wenn die Folge schrecklich lang geworden ist. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir eine Quest abgeben können und ich vielleicht nochmal diese komische Slime-Ebene mir zu Gemüte führe oder wir einfach versuchen, auf Ebene 10 vorzudringen. Ich habe gerade Lust auf die Minen, auch wenn ich fürchte, dass ich erst gucken sollte, dass ich irgendwie es schaffe, Lebensmittel herzustellen, mit denen wir Energie wiederherstellen können. Außerdem ist ja auch bald der Sommer da. Das ist, glaube ich, nur noch 1-2 Tage oder so, da müsste Sommer sein. Ha, und immerhin Melonen können wir dann schon mal ausbringen, das ist super. Alle anderen Saaten müssen wir erstmal noch kaufen.
Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.